Mikronährstoffmedizin bedeutet natürlich, eine Grundversorgung mit Mikronährstoffen in jedem Fall zu garantieren. Das heißt, einfach supplementieren mit Dingen wie Vitamin C, Magnesium, Vitamin D und K, Vitamin E, die B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Und darüber hinaus dann eben auch Mikronährstoffe gezielt einzusetzen, bedeutet, um zum Beispiel die mentale Leistungsfähigkeit zu erhöhen, um Entzündungen im Körper zu reduzieren, um den Muskelaufbau zu unterstützen. Ja, da werden natürlich auch Proteinpulver, Aminosäuren kommen da ins Spiel, aber natürlich auch Dinge wie Kreatin, sowas zum Beispiel, oder Deribose, L-Carnitin, auch um die Energie zu erhöhen. Das sind Dinge, die wir brauchen, auch damit in den Mitochondrien ATP gebildet werden kann. Also da kann man dann immer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, gezielt Mikronährstoffe nutzen, um den Körper zu unterstützen für verschiedene Indikationen, für gerade besondere Leistungsfähigkeit, weil ich ein großes Projekt habe, sodass ich einfach weiß, ich brauche jetzt für eine Weile wirklich, ne, mehr Energie und mentale Klarheit. Dann nehme ich da die entsprechenden Dinge ein. Oder eben Sachen, die Entzündungen reduzieren, weil wir wissen, viele von uns haben diese stillen Entzündungen im Körper und so weiter.